Hallo Trisha. Hallo. Schau doch mal in den Briefkasten. Die Zuschauer haben wieder ganz, ganz viele tolle Fragen an dich gestellt, Kommentare geschrieben. Sind das denn auch nette Fragen oder nur böse? Nee, alles ganz, ganz liebe, nette und freundliche Fragen. Du kennst doch die Zuschauer. Okay, dann sag ich mal, nicht lang verzagen. Ich beantworte jetzt genau. Frage an Trisha, wie schaffst du das eigentlich immer mit dem Lippenstift? Ich weiß, mein Outfit ist immer ziemlich on fleek und deswegen verrate ich euch jetzt, wie ich das immer mache. Mein Geheimtipp, einfach den Spiegel weglassen. Weil ihr müsst nur auf euer innerliches Gefühl hören. Und dann wird daraus auch so ein Meisterwerk wie das hier. So mega geil. Frage an Trisha, wie sieht's eigentlich mit der Bestellung bei Peterle aus? Hast du alles bekommen? Peterle ist ein richtiger Pisser. Weil alles, was ich bestellt habe, habe ich noch nicht bekommen. Aber was willst du machen? Kannst ja schlecht zur Polizei gehen. Ja, habe ich aber doch gemacht. Zack, 2 Monate Knast. Richtig dumme Aktion von mir. Werder Fan Nick möchte wissen, wie findest du eigentlich Lexa? Lexa ist meine beste Freundin. Ich liebe sie über alles. Ja gut, ein, zwei Sachen könnte sie sich ein bisschen verbessern. Sie könnte mal aufhören, mich ständig zu schlagen. Mich ständig zu bespucken. Wie läuft's mit dem Umbau von deinem Karton? Gar nicht gut. Ich bin seit Monaten auf der Suche nach Bauunternehmen, die sich auf Umbauten von Kartons spezialisieren. Aber da findest du nichts. Nur so Umbau von Häusern. Und wer will das? Wer will denn ein Haus haben? Bin ich Kim Kardashian? Ich hab kein Geld für ein Haus. Ich hab nicht mal Geld für eine Serviette im Restaurant. Und die ist meistens umsonst. Mich ständig zu bedrohen. Mich ständig an Aslan ranzumachen. Wie kannst du dir die Schminke leisten? Du wohnst doch in einem Karton. Meine Schminke besteht ausschließlich aus Bioprodukten. Das Rot ist Tomate von meinem Nachbarn, die ich ihn aus dem Garten klaue. Und das Schwarz ist Gülle vom Gülleteich von Bauer Hermann. Ich weiß, das hört sich jetzt erstmal eklig an, aber irgendwann gewöhnt man sich an den Tomatengeschmack. Frage an Trisha, wo hast du deine Schminkkenntnisse her? Es geschah im Jahre 2011. Auf einem orientalischen Markt in Marrakesch sah ich einen alten Mann einsam in einer Ecke sitzen. Ich ging zu ihm hin und er nahm meine Hände. Er schaute mir tief in die Augen und sagte einen orientalischen Spruch. Danach griff er in seine Tasche und gab mir einen uralten Zettel mit einer geheimnisvollen Botschaft drauf. Er schaute mich an und flüsterte mir ins Ohr: Junge, geh mal auf YouTube, du siehst richtig scheiße aus, da gibt's so Schminktutorials. Ja, und da habe ich mir Susis Beauty Salon angeguckt und seitdem sehe ich so aus. Trisha, was ist aus deinem Luxuskarton geworden? PS, du bist echt cool. Dankeschön, Timo, sehr nett von dir, kauf mein Merch. Nein, irgendwann hat der Hausmeister gemerkt, dass ich da in der Turnhalle mich breit gemacht habe, aber ich verstehe gar nicht wieso. Hab doch extra dezent gebaut. Nicht kritikfähig zu sein. Mal aufhören, mich zu beklauen. Frage an Trisha, hast du dein Bobbycar noch? Ja klar, ich bin sogar mit dem Bobbycar hier zum Interview gefahren. Haben die Leute wieder geguckt, ey, bah, Deutschland, voll die Neidgesellschaft. Haben alle geguckt, nur weil ich's zu was gebracht habe. Gönnt mir keiner was, ey. Ich wandere aus bald auch. Irgendwo ziehe ich hin, wo man keine Steuern zahlen muss. Madeira oder so. Trisha, welchen Schulabschluss hast du? Also ich hab erfolgreich den Kindergarten abgeschlossen. Ich hab erfolgreich die Grund... Nee, hab ich nie. Ich bin noch Mitglied im Sparclub bei der Knackskasse. Nee. Beim Knacksclub in der Sparkasse, meine Mutter zu beleidigen. Emily möchte wissen, wie geht es eigentlich deinem Freund Aslan? An und für sich ganz gut. Er sagt nur immer den ganzen Tag: Aslan, bester Mann! Ich werd schwur für dich, ich schwöre! Und das geht mir tierisch auf die Nüsse. Susanna möchte wissen, wieso hast du so viel Erfahrung mit Romantik? Da du Lexa so einen guten Rat mit dem Beeindrucken gegeben hast. Naja, ich hab ja den süßesten und beliebtesten Typen der Schule abbekommen. Was gibt? Er ist voll der Asi und ein Arschloch, also genau das, worauf Frauen stehen. Wie konntest du dir die Haare färben, wenn du kein Geld hast? Sorry, ich kann mich bei deinem Profilbild gar nicht konzentrieren.
Mhm.